Im Schutz der Natur am Fuß des gewaltigen Limbara-Massivs mit seinen rauen Granitkämmen liegt Ajus, eines der ältesten Siedlungszentren der Galura. Wie ein Schrein hat es bis heute den ursprünglichen Geist einer auf antiken Sitten und Bräuchen beruhenden Gemeinschaft erhalten. Der Name könnte auf das griechische Wort Hagios, heilig, zurückgehen oder als Beleg der antiken Hirtenkultur auf das lateinische Wort Agnus, Lamm. Einer dritten Theorie zufolge bezeichnet der Name Ajus ein Gebiet ohne Jus, also ohne Recht und Gesetz, und ist als Hinweis auf den unbeugsamen, rebellischen Charakter der Ureinwohner zu verstehen. Das Gebiet ist reich an faszinierenden Landschaften. In der von diesen Schauplätzen geprägten Lokalgeschichte hat immer eine enge Bindung zwischen Mensch und Natur bestanden. Das Valle della Luna, auch Piana dei Grandi Sassi genannt, bietet ein unvergleichliches Panorama und verströmt eine Atmosphäre der Ruhe und des Friedens. Der große Protagonist dieses ganzen Tals ist der Granit. Vom unaufhörlichen Wirken des Windes geformt, zeigt er sich Reisenden in vielfältigsten Formen, bildet Schluchten und Grotten, die im Laufe der Jahrtausende als natürlicher Unterschlupf genutzt worden sind, und formt teils auch bizarre Muster. Eingerahmt von den sanften, mit Kork- und Steineichenwäldern bedeckten Hängen, wirken selbst die Granitmassen in ihrer Kargheit weniger rau. Im Wechsel der Jahreszeiten und im Spiel des Sonnenlichts wird die gesamte Vegetation in warme, intensive Farben getaucht und bietet einen faszinierenden Anblick. Im Gebiet von Ajus haben sich zahlreiche wichtige Zeugnisse erhalten, die eine dauerhafte Besiedlung seit nuragischer Zeit belegen. Besondere Beachtung verdient sicher der vor der malerischen Kulisse des Valle della Luna aufragende Nurage Izzana. Der vollständig aus heimischem Granit errichtete Nurage aus dem 16. vorchristlichen Jahrhundert hat zwei Eingänge. Der große runde Innenraum wird von einer falschen Kuppel abgeschlossen. Mit seinen verzweigten Gängen und Winkeln wirkt das Innere des Nuragen fast wie ein Labyrinth. Im Mittelalter fiel Ajus mit verschiedenen anderen Orten zunächst unter die Hoheit von Gemini. Nach der Teilung des Giudicato Gallura gelangte es unter den Einfluss der Seerepublik Pisa. Nach der Umwandlung Sardiniens und Korsikas in ein katalanisch-aragonesisches Lehen findet sich der Ortsname Ajos in einem 1358 im Auftrag des Königs von Aragon verfassten Steuerregister. Von der 1478 beginnenden spanischen Herrschaft wurden Sprache, Tradition und Brauchtum nachhaltig geprägt. Nach dem Anschluss an das Königreich Savoyen 1720 kam es im Gebiet von Ajus vereinzelt zu Unruhen und Aufruhr gegen die monarchische Feudalherrschaft. Die Geschichte von Ajus ist in den Granit seiner Kirchen gehauen und spiegelt sich in den typischen Fassaden der alten, durch ihre Schlichtheit bestechenden Wohnhäuser wider, die das Gewirr gepflasterter Gassen und Plätzchen säumen. Das Stadtzentrum erinnert in seiner schlichten Schönheit an die Feldkirchen der Umgebung, in deren Umkreis sich die ersten Ansiedlungen bildeten. Dort finden zwischen Mai und September viele kirchliche Feste mit ausladenden Banketten statt, bei denen man die Spezialitäten der gallurischen Küche genießen kann. Eingebettet in die unberührte Natur mit ihren urigen Gesteinsformationen und den von steilen Pfaden durchzogenen Korkeichenwäldern liegt in der Nähe der Ortschaft der kleine See von Santa Denia. Er spiegelt die gesamte landschaftliche Schönheit des Gebietes im Kleinen wider. Der durch Aufstauen des Rio La Pitraia entstandene See ist eine wahre Oase der Ruhe. Früher wuschen die Frauen des Dorfes hier ihre Wäsche.
Wie sehr den Bewohnern ihre Heimatkultur am Herzen liegt, zeigt sich daran, mit welcher Sorgfalt das völkerkundliche Museum Oliver Carter Cannas eingerichtet worden ist. Das Museum lädt seine Besucher zu einer faszinierenden Reise in die Vergangenheit ein, einer Entdeckungstour der antiken Tradition von Agius und der gesamten Galure. Dort ist der naturgetreue Nachbau eines traditionellen, mit Originalfundstücken eingerichteten Wohnhauses aus dem Gebiet zu besichtigen. Die meisten Exponate sind alltägliche Gebrauchsgegenstände, die zur Herstellung von Brot und Käse, Wein und Öl oder zur Wollverarbeitung dienten. Die umfangreiche Ausstellung zeigt Werkzeuge zur Korkproduktion, zur Granitbearbeitung und zur traditionsreichen Kunst des Teppichwebens. Mit großem Geschick gehen in Agius noch heute einige Frauen dem antiken Weberhandwerk nach, wobei sie die traditionellen hölzernen Webrahmen verwenden. Eine der am stärksten verwurzelten heimischen Traditionen ist sicher der Gesang. Das breite Repertoire der von sogenannten Tasia-Chören a cappella vorgetragenen religiösen und profanen Lieder umfasst alle Sphären der menschlichen Existenz. Natur, Geschichte und Tradition machen Agius zu einem der faszinierendsten Orte der Galure. Ein unvergesslicher Ort inmitten einer atemberaubenden Landschaft. Sein größter Reichtum besteht in einer Gemeinschaft, die sich für den Erhalt der Heimatkultur einsetzt, da sie diese als unermesslichen Wert für künftige Generationen erkannt hat.